Grüß euch, ihr Lieben. Ich melde mich heute aus dem wunderschönen, verschneiten Salzburg zu euch. Mein Name ist Merlin Eilers. Ich bin Präsident des Vereins Heimatpflege, Kultur und Friedensbewegung Salzburg. Ich möchte heute ein, zwei Sachen aussprechen. Als erstes möchte ich euch einladen, am 16. Wien mit allen Organisatoren und Organisationen und Gruppen Österreichs zusammen nach Wien zu kommen. Wir sagen, Wien ist Pflichttermin, 9 Bundesländer, ein Ruf, Friede, Freiheit und Souveränität. Das erste Mal in den letzten Monaten ist es den Österreichern geglückt, dass sich alle Städte und Bundesländer, Organisationen und Organisatoren zusammengetan haben, um gemeinsam für unsere Grund- und Freiheitsrechte und für Frieden auf die Straße zu gehen. Wir sind eine bedingungslos friedliche Bewegung. Wir rufen nicht zu Gewalt auf und wir sind keine Extremisten. Wir möchten einen wunderschönen Ausgang in Wien haben. Wir möchten Freude und Freiheit und Frieden nach Wien bringen. Das ist der Grund, warum wir uns da treffen möchten. Alle Aufrufe der Mainstream-Medien, wir wären Rechtsradikale oder Gewalttäter oder Extremisten, sind grundlegend falsch. Ich kenne alle der Organisatoren persönlich und kann sagen, keiner von ihnen ruft zur Gewalt auf und keiner ist ein Extremist. Einen ganz besonderen Ruf möchte ich an die österreichische Polizei und an das österreichische Militär richten. Wir sehen euch nicht als Feind, ihr seid Teil der Bevölkerung, ihr seid Freunde, ihr seid Nachbarn, ihr gehört dazu und wir bitten euch, uns zu helfen. Denn wir sehen, was gerade passiert und wir sehen, wie auch einige von euch sehen, das weiß ich aus Privatgesprächen mit Polizisten, dass die Grund- und Freiheitsrechte der Bürger in Österreich von den Politikern sprichwörtlich mit Füßen getreten werden. Und wir bitten euch, habt den Mut, schließt euch der Bevölkerung an, denn nur als vereintes Volk, als ein geeintes Volk, als die Bevölkerung, können wir diesem derzeitigen Wahnsinn etwas entgegensetzen. Wir freuen uns sehr auf Wien. Wie gesagt, ich lade euch alle herzlich ein. Es wird ein Fest des Friedens, ein Fest der Freiheit und wir sehen uns alle am 16. in Wien. Habt einen wunderschönen Tag und danke fürs Zuschauen. Hehehehe